Und da geht's auch schon weiter. Jetzt unter dem Stadtring hindurch, ein kleiner Tunnel. Viele Parkbahnfans freuen sich immer auch mal im Dunkeln hier durchzufahren. Wir unterqueren also jetzt den Stadtring und kommen dann in den Spreeauenpark. Der Salonwagen fährt sich hier natürlich ganz besonders, wenn die kleinen Lämpchen dann leuchten. Wir sehen jetzt auf der linken Seite die Messehallen. Diese Hallen sind entstanden auch im Rahmen der Bundesgartenschau, damals als Blumenhallen. Und heute werden sie durch die CNT vorrangig als Messe- und Konzerthallen betrieben. Der Spreeauenpark auf der rechten Seite ist heute natürlich besonders schön. 25 Jahre nach der Bundesgartenschau ist er natürlich in voller Pracht. Die Bäume sind groß und viel Natur hat sich hier seine Wege gesucht. Sie sehen diesen schönen Parkweiher. Im Sommer gibt es hier auch eine Fontäne und es finden verschiedene Veranstaltungen statt. So zuletzt auch das große Open-Air-Konzert von Alexander Knappe. Auf der linken Seite haben wir jetzt an der Messehalle auch den ersten Haltepunkt, den Haltepunkt Messehallen. Dieser wird natürlich nur dann angefahren, wenn hier auch Veranstaltungen sind oder Sie es zum Beispiel beim Lokführer vorher signalisiert haben. Dann wird hier auch gehalten. In der Messehalle finden verschiedene Veranstaltungen statt, aber auch hier oben im Café Bellevue können Sie zum Beispiel eine Hochzeit feiern. Dann hält natürlich auch hier der Zug und Sie können wunderbar mit Ihren Gästen zusteigen. Auf der rechten Seite immer noch der Spreeauenpark, hier mit seinem schönen Rosengarten, der im Sommer wunderbar blüht und natürlich auch für die Brautpaare ein tolles Fotomotiv ist. Auf der linken Seite sehen Sie die alten Bäume. Hier war früher eine Straße. Diese Allee galt früher vorrangig für den Autoverkehr, heute ausschließlich für Fahrrad- und Fußgänger. Auf der rechten Seite jetzt schon der nächste Haltepunkt, der Haltepunkt Parkcafé. Parkcafé, der Name sagt es schon, hier können Sie gerne für eine kleine Pause einkehren. Dieses Café bietet Kaffee und Kuchen und kleine Speisen und ist zu Parköffnungszeiten für Sie natürlich auch geöffnet. Langsam nähern wir uns dem nächsten Bahnhof, und zwar ist es der Bahnhof Zoo. Doch zuvor sehen Sie auf der rechten Seite kurz vor dem Übergang den ersten Caravan-Stellplatz hier direkt auf dem Gelände der verschiedenen Parks. Sehr zu empfehlen für Caravan-Urlauber, denn sie sind direkt zwischen Branitzer Park, Tierpark und auch dem Spreeauenpark.
und dann fahren wir jetzt hier schon in den Bahnhof Zoo hinein. Und der Name sagt es schon, hier ist der Cottbuser Tierpark. Der Cottbuser Tierpark ist auch am 1. Juni 1954 eröffnet worden.